Und glauben Sie, die Tage, da stand ich unter Strom, ne? Hör mal, ich stehe jetzt im Prinzip noch immer unter Schockeinwirkung. Ja, und zwar habe ich einen geflust gekriegt. Aber jetzt nicht von meiner Frau, sondern von Strom. Elektrizität. Das war ein Gefühl, wie der Gilbert Bécaud, ne? Der Monsieur 100.000 Volt. Also, hör mal, ich hätte auch fast am Singen angefangen, du. Ja, und zwar kam ich morgens bei uns in die Küche runter und greif so in eine Spüle, weil da noch eine halbwegs saubere Tasse stand. Auf einmal krieg ich einen geflust, da ich ein paar Meter nach hinten geflogen bin. Also, wenn da die Wand nicht gestanden hätte, ich wäre noch weiter geflogen. Ja, was war? Die komplette Spüle stand unter Strom. Ich hab mir gedacht, Herbert, Vorsicht ist von der Mutti die Porzellankiste. Und hab die Spüle erstmal großräumig mit Flatterband abgesperrt. Und ein Schild dran gemacht. Vorsicht, Lebensgefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Kurze Zeit später kommt meine Frau in die Küche, sieht das und sagt, ach Herbert, spielst du mal wieder Baustelle? Ich sag, von wegen Baustelle, pack mal eine Spüle. Ja, da war die so doof und hat das gemacht, ne? Aber da hat die dermaßen eingeballert gekriegt, dass die fast bis vor der Wand geflogen wäre. Ja, wenn ich da nicht gestanden hätte. Zwischen sie und die Wand als Puffer. Boah, das war ein Gefühl, du. Als hätte mich eine Abrissbirne getroffen, du. Ja, aber komm. Ja, ehrlich, meine Frau hat in der letzten Zeit aber auch zugelegt, du. Auf jeden Fall fing ich an, so zu analysieren, wo das wohl herkommt. Also jetzt nicht mit dem Gewicht von meiner Partnerin. Das ist bekannt, wo das herkommt, ne? Das wissen wir alle. Durch bewusste Ernährung. Nee. Sondern das mit dem Strom. Und wie ich so gerade in die Analysen bin, scheldet auf einmal. Ja, bei mir scheldet mitunter ständig. Ich mach die Tür auf, da steht da einer nur mit so einem Handtuch bekleidet und mit einer Frisur wie der Struwwelpeter. Aber der sah aus, als hätte er gerade frisch am Strom gepackt. Ja, erst dachte ich, das wäre eine Fission als Folge von meinem Schlag. Aber dann sah ich beim zweiten Hingucken, dass das der Jens Kickermann von oben drüber war. Ich sag immer, Jens, was ist passiert? Wie siehst du denn aus? Da sagte er, Herbert, hast du auch einen kurzen? Ich sag, also, Jens, ich mein, alles ist relativ, ne? Ja, da sagt er auch, also, hör mal, ja. Da sagt er, wie er bei sich oben unter der Dusche am Hahn gepackt hätte, hätte er voll eingezwirbelt gekriegt. Ich sag, Jens, das ist ja ein Hammer. Die Guste und ich, wir haben einen geflust und geballert gekriegt. Pack mal bei uns eine Spüle. Ja, da war der so doof und hat das gemacht, ne? Aber, ach, ja, sup, waren denen seine Struwwelpeterhaare wieder glatt. Ich sag, Jens, so kenne ich dich. Ja, da muss bei den oben wohl anders gepolt gewesen sein. Ja, erst wollte er nur, dass ich mit hochkomme. Und auch mal als Test bei ihm am Hahn pack. Aber ich sag, Jens, hau ab, so wie du aussiehst. Glaub ich dir das, ne? Ja, und wie wir uns so unterhalten, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie bei Kampmanns gegenüber ein Handwerker aus der Tür rauskommt. Ne, so mit Latzhose, Werkzeugkasten in der Hand, Blitz vorne drauf, ja. Und da hat es bei mir gefunkt. Ich sag, Meister, Meister, komm mal her. Pack mal bei mir eine Spüle. Hör mal, da hat der dermaßen einen geschossen gekriegt, hat er sich genötigt sah, das noch vor Ort zu reparieren. Ja, was war, stellte sich raus, da dem Haus einer falsch gepolt war, ne? Also ein Kabel, ja, und zwar höchstpersönlich von ihm selber. Ja, aber da hat's es wieder, ne? Da hat's es wieder, wenn du nicht alles selber machst.